2023 in Paris. Freedom! Weiß nicht, manchmal bin ich sprachlos, nichtsdestotrotz, das, was du gesagt hast, ist sehr wichtig, sich zu bedanken bei denen, die hier sind. Und natürlich auch kritisieren und es hätte viel mehr sein können, jedes Mal. Wir haben ein Riesenpotenzial an Menschen, nicht nur aus dem Iran insgesamt. Wir haben Menschen aus über 160 Nationen in dieser Stadt. Menschen, die genau ähnliche Situationen durchgemacht haben in ihren Herkunftsländern. Insofern, klar, es hätten viel mehr Menschen jedes Mal hier sein können. Nichtsdestotrotz, wirklich ein Dankeschön an alle, die jedes Mal hier sind. Das kann man gar nicht so oft betonen, denn wenn diese Leute, die das machen, jedes Mal nicht hier sind, dann gibt es das nicht. Dann sind wir hier nicht sichtbar, dann sind wir hier nicht laut und das Ding ist gegessen. Daher nochmal, wirklich ein ganz herzliches Danke an alle, die, ich kann verstehen, manchmal ist das enttäuschend, wenn noch weniger Leute kommen, aber nichtsdestotrotz, seit Monaten jeden Samstag hier zu sein, Respekt, Nummer eins. Nummer zwei, weil ich nun mal aus dem Rat komme und weil ich sehr, sehr enttäuscht bin über meine Kolleginnen und Kollegen. Ich will das hier auch noch mal wirklich klar benennen. Ich versuche immer hier zu sein, manchmal klappt das nicht, aber ich denke schon, dass ich fast immer hier bin. Und ab und zu sind Kolleginnen und Kollegen da, entweder von den Grünen oder von der SPD, und das ist viel zu wenig. Einmal alle vier Monate hier aufzutauchen, das ist einfach nichts. Wir haben es zwar geschafft, auch mit Hilfe von Grünen und SPD eine Resolution zu fassen, die das Regime kritisiert, aber Papier ist geduldig. Ja? Und dieses Papier einfach nur zu nutzen, um ein bisschen Show zu machen, ich finde, das ist nicht, das trägt nicht diesen Gedanken der Solidarität, diesen Gedanken tatsächlich, die Menschen, die hier sind, zu unterstützen. Und ich wünschte mir, dass mehr Leute aus dem Rat hierher kommen, dass sie endlich, es gibt 66 Menschen in diesem Rat der Stadt Münster. Wir haben eine progressive Mehrheit. Wo ist sie hier? Es ist echt, ich bin manchmal auch sprachlos, wirklich, und sehr, sehr, sehr enttäuscht. Nichtsdestotrotz. Seid sicher, eure Stimme ist im Rat. Ich versuche in jeder Ratssitzung dieses Thema auf die Agenda zu bringen, wie auch immer, manchmal unter Verschiedenes, weil es sonst nicht geht. Daher, das Thema wird aktuell auch im Rat hochgehalten. Das ist das, was ich tun kann und das mache ich mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Und vielleicht ein letztes. Wirklich, da bin ich auch sehr enttäuscht. Wir haben in Münster sehr tolle Künstlerinnen und Künstler. Einer ist gerade ein, zweimal hier vorbeigekommen und dann wieder gegangen. Die haben doch so wunderbare Ideen. Sonst, immer. Wo sind diese Leute, dass sie dieses Thema mal aufgreifen und tatsächlich Projektionen machen, künstlerische Verarbeitung dieser Situation, dieser schlimmen Situation, dass vielleicht auch ein Teil der Kunstszene in Münster sich damit befasst, damit es auch wirklich noch besser, noch sichtbarer wird. Schade, dass mein Freund Thomas Nufer gegangen ist. Ich hätte gerne es gehabt, dass er das hört, diese Kritik. Und wer das weiterleiten kann, gerne. Wir haben tolle Künstler in Münster. Es wird Zeit, dass sie sich auch mit diesem Thema befassen. Ich glaube, ich spreche in euren Namen, wenn die Leute sich eingeladen fühlen, hier was zu machen.
Und nochmal ein letztes und dann bin ich fertig. Wir müssen laut sein. Wir müssen hier sein, wir müssen laut sein mit allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Weil genau das ist die Waffe von Regimen. Regime, so wie das in Iran, in Afghanistan, die spielen auf Zeit. Die wissen, dass die Menschen Angst haben. Sobald die Menschen exekutiert werden, wissen sie, dass es nachlässt. Wir müssen ja nichts befürchten. Insofern müssen wir laut sein, sichtbar sein. Und wie gesagt, danke, dass ihr immer hier seid.